Uncharted The Lost Legacy ist als Erweiterung für Uncharted 4 gestartet worden und dann doch zu einem eigenen Uncharted-Spiel geworden. Und Uncharted The Lost Legacy ist jetzt schon eine ganze Weile draußen, aber es haben sich viele von euch gewünscht und machen wir uns nichts vor, ich will es natürlich sowieso spielen. Ich habe auf meinem Kanal alle Uncharted-Teile gemacht und auch dieses werde ich natürlich spielen. Und weil viele von euch so lieb gefragt haben, nehme ich euch mit und wir spielen selbstverständlich auf Schwierig. Was anderes kommt mir nicht in die Tüte. Viel Spaß, meine Freunde. Sony Interactive Entertainment präsentiert. Ja, wie gesagt, es war mal geplant als Erweiterung zu Uncharted 4. Und dann ist irgendwie doch ein eigenes Spiel draus geworden. Von Naughty Dog, die somit die besten PlayStation-exklusiven Spiele machen. Und da haben wir auch schon einen unserer Hauptcharaktere, Chloe. Gefällt mir am besten. Es lässt deine Augen funkeln. Tatsächlich. Ich gebe dir 2 zum Preis von 1. Wow. Du schon wieder. Gehört der Laden dir? Nein, meinem Vater. Wie viel? Das macht 800 Rupien, bitte. 800 Rupien? Okay, okay. Für dich 550. Unglaublich. Also, lässt dein Vater dich hier immer allein? Nein. Er ist weg und kämpft gegen die Rebellen. Oh. Dann hat die indische Armee ihn einberufen? Nein, er ist Freiwilliger. Wirklich? Tja. Also ich an seiner Stelle würde dich nicht hier allein lassen. Okay. Das sind 300. Gegenvorschlag. 400 Rupien plus Ganesha. Den willst du nicht. Er ist kaputt, siehst du? Sag bloß, du kennst die Geschichte nicht. Ganesha kämpfte mit Parashurama, als er die Tür seines Vaters bewahrte. Um die Ehre seines Vaters zu verteidigen, Shiva. Und dabei wurde ihm der Stoßzahn abgehackt. Hm, interessant. Jedenfalls ist er unverkäuflich. Auf die Minute. Okay, hier. 600 Rupien. Der Rest ist für dich. Hey, warte! Hey! Ich kann dir helfen. Oh, und was kostet mich das? Und damit sind wir im Spiel. Wir sind in Indien, wenn ich das richtig zuordne. Und für die Leute, die so richtig gar nichts mitbekommen haben, Nathan ist diesmal nicht am Start, sondern wir spielen mit Chloe. Und deswegen war das auch eigentlich nicht als eigenes Uncharted gedacht, sondern nur als Erweiterung. Und während des Entwicklungsprozesses ist dann irgendwie doch ein eigenes Spiel draus geworden, was halt diesmal ohne Nathan Drake ist. Mag den einen oder anderen stören. Aber solange Naughty Dog ein ordentliches Spiel abliefert, mit schöner Grafik, mit interessanter Story, ist mir das relativ egal, muss ich sogar sagen. Insofern lasse ich mich einfach überraschen, ich bin gespannt, ich weiß bisher noch gar nichts zu dem Spiel. Ich habe mir noch nichts zu angesehen und spiele jetzt einfach mal drauf los. Okay, wir sind ja auf so einem Markt und hier kann ich irgendwie ein Foto machen. Ein Laster. Also, dein Ganesha. Ernsthaft? Was willst du dafür? Nicht zu verkaufen. Okay, wir haben hier gerade ein Mädchen kennengelernt in einem Laden, die jetzt mit uns unterwegs ist. Einmal hier durch, bitte. Oh, sorry. Ich muss einmal hier lang. Was? Verstehe mich nicht falsch. Gute Technik beim Rostziehen. Aber ich möchte meinen Ganesha zurück. Bitte. Da hat uns jemand bestohlen. Aber wir haben es mitbekommen, das ist gut. Aber nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht. Okay, so, hier haben wir einen wunderschönen Tempel. Ah, ich habe einen Schatz gefunden. Eine Sache muss ich dazu noch sagen, und das hat mich auch bei Uncharted 4 schon gestört. Ich spiele halt auf der alten PlayStation 4. Es gibt ja inzwischen die PlayStation 4 Pro. Und deswegen sieht es halt bei mir nicht so geil aus, wie bei jemandem, der eine PlayStation 4 Pro hat. Ich glaube, da kann man sogar in 4K spielen oder so. Jetzt muss man schon sagen, alten, normalen PS4. Aber was anderes habe ich halt hier nicht, deswegen sorry dafür.
Ein wunderschöner Tempel. Der sieht auf jeden Fall großartig aus. Können wir da rein? Du kannst nicht reingehen, ohne deine Schuhe auszuziehen. Ich weiß. Ich wollte mir nur die Mandapa ansehen. Okay, ich glaube, wir können nicht rein. Ach, süß, die Kleine, oder? Sie ist jetzt mit uns hier unterwegs. Wir klauen irgendwem das Kind. Also, ein wunderschöner Markt. Und dann sieht man auch direkt wieder eine der Stärken der Uncharted-Reihe. Die hat irgendwie immer so... Also, ich habe das Gefühl, in jedem Uncharted hatten wir schon einmal einen belebten Markt, wo viel los ist. Da sind Händler, da sind... Hier werden zum Beispiel Handtaschen verkauft. Viele Menschen, die miteinander reden und Sachen machen. Also, man muss sowieso sagen, Naughty Dog hat es immer schon geschafft, aus der jeweiligen Konsolengeneration, also bei der PS3 dann damals mit Uncharted 2 und 3, das Maximum rauszuholen grafisch. Und die Spiele sehen alle toll aus. Es darf niemand über diese Brücke gehen. Es ist zu gefährlich. Hör zu, Schatz. Es war nett mit dir. Aber du musst jetzt wirklich gehen. Ich habe im Laden noch ein Bett. 300 Rupien. Das beste Angebot in Indien. Okay, nein, danke. Ich muss auf diesen Laster. Keine gute Idee. Die Rebellen, die tun Leuten weh, weißt du? Hör zu. Ich muss meiner Freundin helfen, okay? Pass auf. Wenn ich zurück bin, Pizza Party. Deal? Deal. Gut. Scheiße. Verdammt. Sir, Lisa! Sir! Bitte! Oh Gott! Mein Dad, wir waren Eis essen und ich bin hier nicht mehr. Ich kann nicht ohne ihn nach Hause. Okay, die Kleine übernimmt das für uns und macht hier das Ablenkungsmanöver. Dann sollten wir schnell dafür sorgen, dass wir an Bord des Trucks kommen. Und damit sind wir drin. Das ist geschafft soweit. Also wir sind tatsächlich in Indien. Wir sind mit Chloe unterwegs und ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe mich, wie gesagt, gar nicht vorbereitet und lasse mich überraschen, ob das Spiel was kann, ob es ein echtes Uncharted wird, weil ich liebe die Uncharted-Reihe. Also ich habe hohe Ansprüche und hoffe, sie werden nicht enttäuscht. Willkommen in Indien. Willkommen bei Uncharted The Lost Legacy. Wie würde man das denn auf Deutsch übersetzen? Das verlorene Vermächtnis? Irgendwie sowas? Diese armen Schweine. Okay. Ein Foto. Okay. Rote Tür. Okay. Das ist sie. Ah, da ist das Foto, was wir vorhin gemacht haben. Mit der Kleinen. Ja, die ist ja total goldig, oder? So, und hier ist eine rote Tür. Die suchen wir anscheinend. Alles klar. Und dann sind wir in Kapitel 1, der Aufstand. Also das ist alles ganz klassisch Uncharted-Style, ja, mit diesen Kapiteln, die flüssig ineinander übergehen und so. Man fühlt sich direkt heimisch, das auf jeden Fall. Dann mal los. Ist nur ein Kriegsgebiet. Alles. Ist nur ein Kriegsgebiet. Na, wenn es sonst nichts ist, dann ist ja alles in Ordnung. Ich denke, man muss auch hier immer ein Auge haben, ja, auf blitzende Gegenstände. Ich vermute mal, wir können wieder Schätze finden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich suche da nicht immer aktiv nach, sondern wenn mir welche begegnen, nehme ich sie mit. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Das sind dann so Sachen für ein zweites Durchspielen. Aber ich will jetzt einfach die Story aufnehmen und, ja, hier ist sehr runtergekommen. So ein bisschen Slum-mäßig. Und wir haben auch wie so Kriegsgeräusche. Aber hier sind noch Menschen. Und Rebellen, wenn ich das richtig verstanden habe, ja? Rebellen und Soldaten. Oh, 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 oh. Sofort! Ich hab nichts gemacht! Verdammte Spione. Was? Nein! Halt's Maul! Bitte! Nein! In den Laster! Oh, die Rebellen gehen also hart zur Sache. Ich werde mal links weitergehen. Hier wird auch alles verbarrikadiert. Ja, die Menschen leben in Angst und Schrecken und wir hören auch schon, ab und zu vibriert alles wie so Kanoneneinschläge. Hier sind schwer bewaffnete Leute auf den Straßen. Das sieht nicht gut aus. Ich habe wohl keine Wahl. Jetzt müssen wir hier durch. Bei den nett aussehenden Jungs vorbei. Na gut. Hoffen wir mal, dass sie uns durchlassen. Hey, Moment. Nicht gut. So eilig. Woher weiß ich, dass du hier nichts reinschmuggeln willst? Arme hoch. Hey. Gefährlich draußen um die Zeit. Hey. Wo wohnst du? Bist du taub oder was? Antworte jetzt. Wo du wohnst, habe ich gefragt. Bei Rafter. Ich habe gerade zu tun. Das kann warten. Ja, Sir.
Komm nach drin. Verstanden. Du kommst mit. An die Waffe. Sir, was ist mit dir? Lass sie durch. Du hast ihn gehört. Ab mit dir. Okay, ich glaube, wir haben gerade nochmal Glück gehabt und sind durch die Kontrolle durchgekommen. Deren Glück, dass ich woanders hin muss. Ja, deren Glück, sonst würde ich die nämlich jetzt vermöbeln. Okay. Also mein Kumpel Alex hat das Spiel auch schon gespielt. Er hat gesagt, er empfiehlt es. Und also Alex und ich sind so... Ja, wir haben auch schon zusammen Uncharted gespielt. Wir sind damit quasi groß geworden, sag ich mal. Also wir beide lieben diese Reihe absolut. Und wenn er sagt, ich soll das spielen, dann mache ich das jetzt auch. Und hoffe, dass seine Empfehlung nicht enttäuscht. Rote Tür. Ah, das ist unsere Tür. Das ist gut. Die haben wir also schon mal gefunden. Okay, überall laufen auch Leute lang. Und wir hören auch im Hintergrund sowas wie Kriegsgeräusche. Nicht gut. Keine friedliche Gegend, in der wir hier unterwegs sind. Ja, und dann war mir klar, dass ich es noch spielen will. Das kam halt raus während der Gamescom-Woche. Das heißt, da kam ich dann gar nicht dazu. Deswegen ist der Release ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und mir war aber klar, dass ich es noch spielen will. Und ich dachte, dann mache ich es halt nicht als Projekt, weil das ja jetzt schon ein paar Tage draußen ist. Aber das haben sich dann so viele gewünscht, auch unter dem letzten Sonntagsvideo noch. Da dachte ich mir, das kann ich euch nicht antun, das nicht zu machen. Okay, warte mal, hier können wir wahrscheinlich nicht weiter. Dann vermute ich mal, müssen wir hier drunter herschleichen, oder? Soweit, so gut. Ja. Wo sind wir hier noch reingeraten? Man kommt schon wieder mitten rein in die Story, ohne so eine richtige Einleitung. Wir wissen nur, mit wem wir unterwegs sind und wo. Aber warum wir jetzt hier sind, was wir hier tun wollen, wir wissen nur, wir suchen eine rote Tür. Okay, hier haben wir zwei Wachen. Oder Rebellen, zwei Rebellen. Können wir den jetzt hier drüber ziehen? Jo, der kriegt erstmal eine schöne Faust ins Gesicht. Eine Powerfrau ist am Start auf jeden Fall hier. Und den Kollegen würde ich dann auch noch eben ausschalten. Lieber auf Nummer sicher gehen, ne? Lieber einen zu viel als einen zu wenig. Okay, die beiden haben wir ausgeschaltet. Okay. Ah, da ist unsere rote Tür, ja. Hier liegt noch jemand, da verwest. Eieieiei. Nicht gut, das war sehr nah. Da verwest jemand auf offener Straße, also das sagt uns auch, was hier abgeht, so ein bisschen, ne? Fast. In der Gasse sind noch welche. Okay, wir gehen, glaube ich, einfach mal zur roten Tür. Heute Nacht geht's los. Und machen schnell, während die da hinten am Laster noch verladen. Nein, Asaf sagt noch eine Woche. Noch eine Woche in diesem Loch. Denk an das Endziel, Bruder. Okay. Ja, okay, also das haben wir, glaube ich, so in der Richtung auch schon in Uncharted. Oh, oh. Super Timing. Was ist dir wert? Meine ewige Dankbarkeit. In Uncharted 4 hatten wir es auch so ähnlich mit dem Türen öffnen, glaube ich. Aber das haben wir geschafft. Einmal durchatmen. Okay. Pink Lotus. Was soll das heißen? Ja, die Frage stellen wir uns auch, ja. Sie scheint genauso unwissend zu sein wie ich. Ich habe auch keine Ahnung, was wir hier machen, was wir hier wollen. Wir wollen auf jeden Fall aufs Dach. Pink Lotus. Damit haben sie nicht gerechnet. Lange genug. Wir sollten leise sein. Und vorsichtig. Okay, wir können sicherlich da unten auch irgendwie lang schleichen. Da oben sind zwei Wachen. Okay, wir schleichen erstmal hier durchs Wasser. Okay, ich glaube, der Weg macht aber keinen Unterschied am Ende des Tages, ne? Wir müssen halt Richtung Dach, das heißt, wir müssen sowieso hier hoch. Ob wir jetzt da lang gehen oder da lang gehen. Der Weg ist derselbe.
Okay, hier ist keiner. Was ist mit der Tür? Können wir hier lang? Sollen wir hier lang oder sollen wir einfach weiter nach oben? Ich glaube, wir sollen einfach weiter nach oben. Vorsichtig. Ich habe genug von diesem Kleinkram. Wann kämpfen wir gegen die Tyrannen? Hallöchen, mein Lieber. Er braucht mehr Vorbereitungszeit. Die Regierung hält uns für einen Witz. Okay, den Kollegen haben wir. Sie ist auf jeden Fall gut drauf, was den Nahkampf angeht. Da kennt sie sich anscheinend aus. Den haben wir richtig gekonnt ausgeschaltet. Man darf jetzt auch nicht vergessen, dass ich auf schwer spiele. Das macht jetzt hier bei solchen quasi tutorialmäßigen Szenen noch nicht viel aus. Aber das wird sich später noch bemerkbar machen. Ich habe die anderen Uncharted-Spiele auch auf schwer bzw. sehr schwer durchgespielt. Ich bin einfach ein Fan davon. Okay, den Kollegen schalten wir auch mal aus. Wir sind hier seit langem. So, schlaf gut, mein Lieber. Konnte das passieren? Dann haben wir da noch jemanden, der jetzt hier durchkommt und dann auch hoffentlich ausgeschaltet wird von uns. Na komm, zeig dich. Und zack, mit dem Kopf gegen die Wand. Genau so war das geplant und genau so haben wir das durchgeführt. So habe ich das gerne. Nein? Nee, war's das schon? Na gut, wenn keiner mehr will. Ja, ich werde versuchen, bei dem Spiel hier nicht allzu viel zu schneiden. Ja, weil das ist auch ein Spiel, das macht ansonsten ein bisschen die Stimmung kaputt, wenn man jetzt ständig schneidet. Aber ein bisschen werde ich auch hier schneiden. Das ist einfach momentan mein Stil. Und wenn ich jetzt irgendwelche Räume durchsuche und nichts finde zum Beispiel, und da ist auch nichts Spannendes zu sehen, dann wird es auch schon mal den einen oder anderen Cut geben bei mir. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Aber ich werde versuchen, es auf ein Minimum zu reduzieren. Weil das passt einfach nicht zu diesem Spiel, wenn man da viel schneidet. Wo? Was ist jetzt mein Plan gerade? Mann, die haben hier alles leer gefegt. Gehen erstmal noch weiter nach oben. Ich denke mal, das ist erstmal die richtige Richtung, wenn wir Richtung Dach wollen, oder? Oh ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir haben das Dach erreicht. Hier sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Oh, über den Dächern. Eia, oh shit. Das war ein Kampfjet. Oh shit. Die indische Armee meint es ernst. Die indische Armee und die Rebellen. Also das ist wirklich richtiges Kriegsgebiet hier. Hier werden Bomben abgeworfen von Jets auf die Stadt. Das ist schon, das ist kein Spaß mehr. Das ist tatsächlich Krieg hier. Okay. Na gut, und was haben wir hier zu suchen? Was haben wir hier in einem... Da ist ein Schatz, den habe ich doch gerochen, du. Was haben wir hier in einem Kriegsgebiet zu suchen in Indien? Ja, vermutlich ein Schatz. Aber dafür dann in ein Kriegsgebiet zu gehen, ist halt auch so eine Sache, ne? Okay, wir haben einen Schatz gefunden. Ja, die waren immer schon Bestandteil irgendwie von der Uncharted-Reihe. Wichtige legendäre Schätze, die haben nicht irgendwie einen Sinn so und man findet die halt und... Ja, keine Ahnung. Ist halt so ein Sammelgegenstand, ne? Gehört halt dazu. Okay. Ah, Pink Lotus. Habe ich mir anders vorgestellt. Ach, Pink Lotus, das ist der Schriftzug. Jetzt macht's Sinn. Schichtwechsel. Vergiss das Dach. Oh. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt sind wir schon auf dem Dach. Zwei Ziele. Das Lager und dann... Du bist hier falsch, Mädchen. Was zur Hölle? Okay, ich würde sagen... Ey, hör auf, die Frauen zu verprügeln. Schläg keine Frauen. Ich würde sagen, haben wir zwei Optionen. Entweder wir kämpfen oder wir fliehen einfach, oder? Okay, nein, das, ja, okay. Ich dachte so, irgendwo kann man bestimmt lang fliehen. Vielleicht da runter. Und wenn wir es mit einem Kampf versuchen? Wie wär's? Wir verprügeln die Jungs einfach, ne? Was sagt ihr dazu? Habt ihr da Bock drauf? Jetzt hab ich dich. Habt ihr Bock, verprügelt zu werden von einer Frau? Schon, oder? Ach, guck mal, wir kriegen Unterstützung. Okay, wir verprügeln jetzt hier doppelte Frauenpower gegen dreifache Männerpower und das sieht momentan nicht gut aus für die Jungs. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ihr werdet gerade ordentlich vermöbelt. Verdammt, was sollte das? Ich dachte, du bist Profi. Ach, bleib locker. Dann lebst du länger. Locker? Ich habe Wochen gebraucht, um Asaf zu finden. Der Mann ist absolut unberechenbar. Er ist nur ein Kriegsfetzer ohne eigenen Krieg. Nein, du kennst ihn nicht so wie ich. Er ändert Ort- und Ablaufpläne stündlich. Wir dürfen keine unnötigen Risiken eingehen. Wir? Lass uns eins klarstellen. Das ist meine Show. Und deswegen machen wir es auf meine Art.
Entscheide dich. Er ist der mit dem Bart. Na bitte, geht doch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag, niemand ist perfekt. Das Basislager? Ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Aber jetzt. Und damit willkommen in Kapitel 2, Infiltration. Ich überleg mir was. Und damit machen wir jetzt auch schon Schluss, weil das ist immer ganz treffend bei dem Spiel. Bei dem Spiel ist es nämlich sonst sehr Cliffhanger-mäßig immer und deswegen, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange die folgenden Kapitel werden, aber wir machen jetzt einfach mal Schluss. Das war quasi das erste Kapitel und wir sehen uns dann wieder im zweiten Kapitel. Wenn ihr Bock habt, obwohl das Spiel schon ein paar Tage draußen ist, freue ich mich natürlich. Ich werde es auf jeden Fall spielen und ich freue mich selbstverständlich auch sehr über ein Däumchen. Wir können hier, glaube ich, ein Foto machen noch. Wartet mal. Lächeln, Asaf. Ach ja, einmal Foto von ihm bitte. Okay, einmal Foto von Asaf. Das heißt, wir können so ein bisschen unsere Reise auch festhalten. Also ich bin, wie gesagt, sehr gespannt und wenn der eine oder andere Lust hat, dabei zu sein, freut mich das umso mehr. Es wird wahrscheinlich morgen schon weitergehen mit der nächsten Folge in Kapitel 2 und bis dahin aber erstmal alles Gute und einen schönen Tag. Euer Walle. Bye, bye.